Das Thema Gewichtsabnahme ist natürlich nicht nur im Gesundheitsbereich von Bedeutung, sondern auch für Ihre Konstruktionen von erheblicher Wichtigkeit. Ich möchte Ihnen zeigen, wie SolidWorks Simulation Standard, das Simulationspaket für jede SolidWorks-Lizenz, benutzt werden kann, um diesem Ziel nahe zu kommen. Sie haben da zur Verfügung die Bewegungsanalyse, die FEM-Analyse, die Ermüdungsanalyse, ganz wichtig zu nennen. Und ich zeige Ihnen am Beispiel dieses Montageroboters, wie Sie diesem Ziel der Gewichtsreduktion näher kommen können unter Verwendung von SolidWorks Simulation-Werkzeugen. Die Motion-Analyse kann dazu benutzt werden, um die Kräfte zu ermitteln, die auf die Konstruktion wirken, so wie hier am Beispiel dieser gezeigten Einspannungen und der Kräfte zwischen dem Vorschubmechanismus und den zu bewegenden Teilen. Mit diesen auf diese Art und Weise ermittelten Kräften kann man in einem nächsten Schritt in SolidWorks Simulation die Festigkeit und Verformung der betreffenden Teile berechnen. Die wirkenden Kräfte werden eingegeben, die mechanischen Spannungen werden ermittelt und der Faktor der Sicherheitsverteilung liegt bei 7 im Minimum. Das heißt, dieses Teil wird ganz sicher erhalten. Wenn wir jetzt das Material wechseln und das Teil aus Aluminium fertigen statt aus Stahl, sehen wir, dass der Sicherheitsfaktor immer noch 2 beträgt, besteht eigentlich kein Grund zu der Annahme, dass wir ein Problem hätten. Jetzt werden wir eine Ermüdungsanalyse durchführen, zunächst erst für das Stahlteil. Wir sehen die Wöhler-Kurve für Stahl mit einer Dauerfestigkeit von ca. 150 Megapascal. Wir sehen dementsprechend, dass kein Schaden auftritt, dass die Lebensdauer des Teils sehr groß ist. Das ist also dauerfest. Wenn wir das Ganze für Aluminium wiederholen und uns hier die Wöhler-Kurve für das Aluminium anschauen, sehen wir, dass Aluminium keine Dauerfestigkeit hat. Mit zunehmender Zykluszahl nimmt die Festigkeit immer weiter ab. Dementsprechend sind bei 100.000 Lastzyklen, wie angegeben, hier Schäden zu erwarten. Das Teil wird insgesamt nach Berechnung nur etwa 6.500 Lastzyklen überstehen. Wir haben gesehen, an welcher Stelle die Schäden auftraten. Dementsprechend haben wir die Geometrie modifiziert und neu berechnet. Wir sehen, der Sicherheitsfaktor beträgt jetzt ca. 3,7 im Minimum. Wir werden die Ermüdungsanalyse wiederholen und sehen, dass wir jetzt einen maximalen Schaden nach 100.000 Lastzyklen von etwa 90 haben. Dementsprechend können wir insgesamt eine Lebensdauer von etwa 110.000 Lastzyklen erwarten. Durch Änderung des Materials von Stahl zu Aluminium gelang es uns, 160 Kilo einzusparen. Durch konstruktive Änderungen wurde dann auch das Lebensdauerziel erreicht. Bei der Gewichtsreduktion Ihrer Konstruktion hilft Ihnen SolidWorks Simulation Standard, das Simulationspaket für jede SolidWorks-Lizenz.